Nach meinem Gefühl ist es aber so, dass in der gesamtstädtischen Politik die Kultur einen nicht enorm hohen Stellenwert hat. Der eine sagt, Karlsruhe hat viele Elektroclubs, der andere sagt halt, Karlsruhe hat viele Hip-Hop-Clubs oder so. Das geht halt so auseinander. Es ist auf jeden Fall ein Spiegel der alternativen Szene, doch durchaus. Es kommen auch ganz andere Leute zusammen.